Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession den letzten Flur vom Baldurans Turm, Verlies, whatever, abgeschlossen. Sind ziemlich angeschlagen, deswegen werden wir mal, auch wenn ich hier gerade einen Safe geladen habe, einen Quicksave machen und mal rasten. Wir sind immer noch verdammt angeschlagen. Wie kann ich helfen? Sag an. Deswegen haben wir erstmal Heiltränke weg. Sänger der Nacht. Gibt mir Kraft. Worum geht's? Heilen vor allem Safana. Olaf Saar. Meine Heilung sind alle. So, das war die erste Heilungsladung. Das heißt, wir speichern und rasten nochmal. Olaf Saar. Worum geht es diesmal? Jetzt sind wir bald wieder voll. Ich will, dass alle ganz voll sind. So. Wie ihr wünscht. Und wir haben Claire Delane. Bleibt, wo ihr seid. Mein Bogen ist auf euren Hals gerichtet. Ihr kommt nicht lebend an mich heran. Dann schießt doch. Aber wisst, dass ihr dann den getötet habt, der euch retten wollte. Beruhigt euch. Ich bin nicht euer Feind. Wer seid ihr? Wenn ihr den Kampf sucht, ich bin bereit. Ich bin bis hierher gekommen. Ich werde mich nicht von euch stoppen lassen. Ihr und euer untoter Herr und Meister werdet durch meine Hand sterben. Dulaks Turm wird von euch allen befreit werden. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich werde die Schätze dieses Turms für mich haben. Für mich ganz alleine und meine Freunde. Nehmen wir mal das. Hat allein eure Habgier euch hierher getrieben. Selbst meine jungen Freunde hatten mehr Selbstachtung. Wir waren keine billigen Beutegeier. Wir zogen als Abenteurer aus und testen unsere Stärke an Hindernissen. Idioten waren wir und ihr seid nichts anderes. Seid ihr auf der Suche nach Gold? Ist es euer Leben wert? Das wird es nämlich kosten. Wer seid ihr und eure diese Begleiter, von denen ihr sprecht? Ihr könnt gar nicht so furchterregend sein, wenn ihr so schnell aufgegeben habt. Wer ich bin? Ich bin eine dumme Gans, die dachte, sie könnte diesen Turm einnehmen wie ein albernes Koboldlabyrinth. Ihr seid also auch so ein Irrer. Macht lieber gleich euer Testament, wenn ihr vorhabt, hier zu bleiben. Meine Begleiter sind noch ein Stück weiter vorgedrungen, während ich mich hier von einem Schlag auf den Kopf erholte. Tot sind sie alle und wir sind auch bald dran. Man nennt mich Claire Delane und ich sollte schon längst unter der Erde sein. Und was ist geschehen? Ich sah Spuren eurer Gruppe. Ihr müsst geschickt genug gewesen sein, so weit zu kommen. Ihr müsst hier nicht jegliche Hoffnung aufgeben. Noch leben wir und das heißt, es ist noch nicht alles verloren. Da tretet beiseite, feige Menge. Ich habe den Willen und die Mittel, diesen Ort und alle Kreaturen darin zu besiegen. Vielleicht wartet die Aufgabe einfach nicht gewachsen, aber ich denke, ich bin es. Ich werde dorthin vordringen, wo ihr hier nicht gehen konntet. Fragen wir mal, was passiert ist. Wir waren weder schwach noch feige. Unerfahrenheit und Dummheit haben uns zu Fall gebracht. Sie gingen voraus, während ich mich einen Moment ausruhte und ich hörte sie sterben. Ich hätte so junge Burschen nicht an einen solchen Ort bringen dürfen. Sie waren zu allem bereit, aber sie sagen die Gefahr nicht. Wir können Fallen entschärfen und einfache Monster umbringen, aber das wahrhaft Böse, ich hätte sie nicht herbringen dürfen. Wie ist euer Name? Den hat sie uns schon verraten.
Ja, vielleicht sind sie nicht alle verloren. Wir sollen ja immer noch den Sohn retten. Hoffnung, die verlor ich schon, als ich ihre Schreie hörte und wusste, dass ich nichts tun konnte. Ich wagte mich nicht einmal an das nächste Geschöpf. Habt ihr nichts gesehen oder gehört? Das Schlimmste ist, dass ihr selbst nicht mal den kleinen Finger rühren. Meine Freunde bekämpften sich selber oder Monster, die so aussah wie sie. Ich nehme an, das war passend in Anbetracht der Geschichte dieses Ortes, aber sprecht mir nicht von Hoffnung. Meine Freunde sind tot. Was ist mit euren Begleitern geschehen? Ah ja. Nach dem Namen haben wir auch schon gefragt. Vielleicht wart ihr dieser Aufgabe nicht gewachsen. Nehmen wir mal das. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Es ist ein Dämonenritter. Ein Dämonenritter. Sein Wesen ist so furchtbar wie selten. Ganz allein könnt ihr es euch alle zerstören, aber das tut es nur, wenn es beschließt, dass es den Aufwand lohnt. Meine Freunde gingen es an, als ob es ein klappriges Skelett wäre, und es lachte sie aus. Es machte sich einmal nicht einmal die Mühe, das Schwert zu heben. Die Selbstüberschätzung wird schlimm enden. Es wird wissen, dass ich eine Bedrohung bin. Ich werde seinen Respekt erzwingen. Ich hätte wenig zu fürchten, treffe ich weiterhin auf alles gleich. Ich werde mich vorsichtig nähern. Zurück kann ich jetzt nicht mehr. Nehmen wir mal das vierte. Es wird keinen Unterschied machen. Ihr habt doch keine Ahnung, was euch erwartet. Keine Ahnung. Da sagt mir rundheraus, was mit euren Freunden geschehen ist. Durch welche starke Magie war es möglich, eure Freunde so einfach zu besiegen? Ich habe von solchen Dingen gehört, aber ich dachte nicht, dass ich so etwas hier sehen würde. Die Kreatur hat auch noch damit angegeben, dieser blasierte Bastard. Es hat einen Spiegel des Gegensatzes oder sowas in der Richtung. Alle, die hineinsehen, werden verdoppelt und müssen gegen sich selbst kämpfen. Wenn sie verlieren, sterben sie. Gewinnen sie, haben sie immer noch ihr Ebenbild getötet. Ich habe gehört, dass das manche Leute den Wahnsinn treibt. Aber ich dachte nie, es besteht aber eine kleine Chance, aber ich würde es dort drin keine Sekunde aushalten. Warum seid ihr hier, wenn ihr doch denkt, dass diese Kreatur unaufhaltsam ist und damit hat es eure Freunde zerstört? Was ist diese kleine Chance, die ihr erwähnt habt? Ihr hattet doch vorher gesagt, dass ihr nicht glaubt, das Wesen könne besiegt werden. Ich hatte ein wenig Zeit zum Nachdenken. Ich kann weder vor noch zurück. Das Wesen dort drin weiß vielleicht sogar, dass ich hier draußen bin. Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmacht, aber etwas, was es gesagt hat, macht mich nachdenklich. Der Spiegel des Gegensatzes muss mächtig sein. Vielleicht ist er mächtig genug, dasselbe mit dem Dämonenritter zu tun. Nach den Legenden, die ich hörte, haben sie Widerstandskräfte, aber wer weiß das schon, wenn es sich um Magie handelt. Die Regeln sind nicht immer in Stein gemeißelt. Ihr meint, ich sollte den Spiegel finden und ihm selbst vorhalten. Das hört sich zu einfach an. Ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man einfach an den Spiegel herankommt. Und selbst wenn, ihr könnt ihn dann ebenfalls ausgesetzt werden. Ich konnte einen Blick in den Raum werfen und er sah nicht sehr groß aus. Jeder im Raum kann ihm zum Opfer fallen. Ich denke, ich versuche es zuerst auf meine Art. Ein kleiner direkter Angriff, um das Biest auf seinen Platz zu verweisen. Naja, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Timora steht mir bei. Ich versuch's. Dafür Glück, ich gehe da nicht rein. Ich kann nicht. Dolaks Turm wurde aktualisiert. Ich habe eine junge Frau in tief von Dolaks Turm getroffen. Sie gehört offenbar zu einer Gruppe von Abenteuern, die alle niedergemetzelt worden sind. Sie sagte, dass ein Dämonenritter die anderen umgebracht hat. Ein höllisches, mächtiges, untotes Wesen. Sie sagte auch, dass ihre Freunde mit einer seltsamen Magie überwältigt hat, einem Spiegel des Gegensatzes oder ähnlichem Gegenstand. Damit wurden die Kopien der einzelnen Gruppenmitglieder erstellt, die sich dann gegenseitig umbrachten. Das passt auch ganz gut zu der Methode, mit der Dolaks Turm ursprünglich zum Fall gebracht wurde. Sie schlug mir vor, den Spiegel gegen den Dämonenritter selbst zu wirken, obwohl dadurch ganz sicher auch der Rest des Raums im Spiegel ausgesetzt würde. Da das Wesen vermutlich zu stark ist, um es direkt anzugreifen, werde ich diese Idee in Betracht ziehen. Oder ich mache ihn einfach tot. Noch eine Truhe mit Falle. Oh, ein Umhang. Und ja, das Ding kann verkauft werden.
Du bist voll bis oben hin. Der Schlagstecken, die kann ich auch verkaufen eigentlich. So, das ist Umhang des Schildes. Dauer eine Phase. Okay. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wo ist Gold? Also viel Glück, ich gehe gleich rein. Ich kann nicht. Okay, das wäre der Weg rein. Was macht aber das Grünstein-Amulett? Aber nur für eine Minute. Okay. Worum geht es diesmal? Da wird jetzt gebufft. Ich hab keinen Bock zu reden. Sprecht und verschwindet. Was ist es diesmal? Ich fühle mich so sinnlich. Dass euer Leben nur so kurz war. Ich bin von edler magisches Geschoss. Und Säurefall einprägen. Eine Göttin der Überzeugung und Entschlossenheit. Was ist das? Wie ihr wollt, wenn ihr mich von diesem verfluchten rettet. Wie kann ich helfen? Ah ja, noch den da. Dann gehen wir mal da rein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hi. Das wird kein schneller Tod. Die Spinne sagt zur Fliege: Willkommen in meinem Heim. Ihr seid zum Sterben gekommen, davon bin ich überzeugt. Euer kleiner Angriff im oberen Geschoss konnte uns nicht aufhalten. Wir sind hier, um euch zu erledigen. Wir sind gekommen, um eure Bösartigkeit ein Ende zu setzen. Hallo, ihr dort. Wie wär's, wenn ich euch ganz nett bitten würde zu gehen und ihr geben würdet? Redet doch, wenn ihr müsst. Sterben werdet ihr dennoch. Ich bin schon tot. Ihr seid es, der sich verändern wird. Stoppt euren Redeschwall. Worte sind zu nichts nütze. Ihr habt euren Zweck erfüllt und könnt ihr euch zu den Belgern da hinten gesehen. Sie waren schwach. Ich bin stärker und ein würdiger Gegner. Mein Zwerg, ich habe nichts getan, was euch geholfen hätte. Ich bin hier, um euch zu zerstören. Ihr habt genau das getan, was ich wollte. Ich brauche ein Lager, das befestigt und sicher ist. Außerdem wünsche ich nicht, dass mein Lakaien bei jedem Schritt der Tod laut. Ich locke also dumme Abenteurer an und die werden die Böden schon sicher machen. Sie kommen bis hierher und sterben hier. Da muss ich mir noch nicht einmal meine Hände schmutzig machen und die Fallen selbst entfernen. Diese dummen Sterblichen bringen sich selbst um und mit meinem Spiegel des Gegensatzes. Tulak hat mir ein schönes Heim gebaut und ihr habt mir gute Dienste geleistet. Es ist die Pflicht des Fleisches, sich abzurackern und dann zuletzt in Ruhe gebildet zu werden. Vielleicht gebt ihr als alles Fleischliche auf und kehrt zurück. Ich zweifle jedoch daran, dass ihr so privilegiert seid. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit diesem Ort vorhabt, aber ihr werdet nicht dazu kommen. Ich werde euch bis aufs Letzte bekämpfen. Hochmütiger Trottel, jetzt habt ihr preisgegeben, dass ihr diesen Ort als Lager benötigt. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht, dass ich es euch herausprügle. Die an diesem Ort versteckten Schätze werden zweifellos alles was finanzieren, was ihr auch immer ausheckt. Dafür garantiert mehr ab, als ihr alleine für euch benötigt. Da haltet mir euch doch eurem verfluchten Spiegel entgegen. Versteckt euch meinetwegen diesmal hinter eurer Magie. Nächstes Mal bin ich stärker. Nur sein Spielzeug. Der Wert liegt in dem Leiden, das er verursacht. Aber ihr werdet nicht in diesen Genuss kommen. Er hat einen Sprung und funktioniert nicht mehr korrekt, auch wenn er teilweise noch das tut, wofür er gedacht ist. Ich werde ihn reparieren und auf die nächsten Abenteurer warten, die ihre guten Vorsätze testen wollen. Hingegen werde ich die Ehre haben, von meiner eigenen Hand zu sterben. Als Anerkennung für eure unbeabsichtigten Dienste. Ihr seid tiefer herabgestiegen und habt doch nichts gefunden, was euer Verhängnis. Was für eine Verschwendung. Wie kann ich helfen? Dann legen wir mal ordentlich los.
Ich höre zu. Dawn, mach auch mal Aura der Verzweiflung an. Ihr habt geläutet. Nera, Flammenpfeil. Aha. Au.